Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Und ich habe mir für dieses Parkbauprojekt überlegt, dass ich mal wieder Lust hätte, eine Insel zu bauen, so wie in den guten alten Zeiten von Jurassic Park Operation Genesis. Und mittlerweile ist es mit Mods auch wirklich richtig gut möglich, denn man kann so einen kleinen Trick anwenden, um etwas mehr Wasser auf den Karten zu generieren. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Dafür muss man eigentlich nur das Terrain, was an dem Wasser direkt grenzt, etwas absenken, sodass es dann auch unter dem Wasserspiegel ist. Sieht jetzt erstmal ziemlich doof aus. Also so wird es gleich nicht bleiben. Denn jetzt ist nämlich der Trick, wenn man das Ganze speichert. Das machen wir jetzt mal schnell gemeinsam. Lost Island soll das Projekt übrigens heißen. Habt ihr sicherlich schon im Titel gesehen. Lost Island. Und wenn man das dann wieder lädt, und das Ganze sieht dann so aus, nämlich der Bereich, der unter dem Meeresspiegel sozusagen ist, wird dann aufgefüllt mit Wasser. Zumindest alles das, was verbunden ist. Wenn ich jetzt hier, ich zeige euch das mal eben kurz, wenn ich das jetzt hier über Meeresspiegel so einen Staudamm quasi ziehen würde, dann würde jetzt, wenn ich speichere und nochmal neu lade, hier das Wasser auch verschwinden. Also das brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht demonstrieren. Ich denke mal, das ist relativ verständlich. Aber deswegen kann man wirklich richtig gut mit dem Wasser arbeiten, weil sich das halt über die ganze Karte ergänzt, wenn ich jetzt hier absenke. Muss halt immer nur zwischendurch mal speichern und laden. Und wenn hier mal so Bäume zwischen sind, die mache ich natürlich dann auch weg. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich außerhalb, gibt es nämlich natürlich auch noch eine Grenze irgendwo. Wo ist die denn? Oh, wo haben wir die denn, die Grenze? Ach hier. Hier ist jetzt die Parkgrenze. Da muss ich dann natürlich aufpassen, dass ich hier dann noch so ein bisschen Berg bestehen lasse, ne? Weil wenn ich jetzt hier das so absenken würde, das würde natürlich nicht aussehen. Ne? Also da muss ich dann trotzdem noch schöne Übergänge machen an den Rändern und ein bisschen aufpassen. Außerdem kann ich natürlich auch nicht die Hintergrundsachen entfernen. Das hier alles, da kann ich leider auch nicht bei. Sind leider auf dieser Karte relativ viele Berge drumherum. Ich hätte natürlich lieber ein Meer gehabt, wo dann nichts anderes außer diese Insel ist. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, so eine Insel zu haben, zwischen so großen Bergen versteckt. Der Gedanke ist halt so ein bisschen, dass das noch so eine unentdeckte Insel ist, wo dann die Dinosaurier gedeihen und frei leben. Also ganz ohne Menschenanlagen und Menschen, die dort in das Leben eingegriffen haben. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Die Insel ist übrigens die Zuflucht mal wieder. Die haben wir auch schon beim letzten Parkbauprojekt verwendet. Aber die funktioniert für dieses Parkbauprojekt auch wunderbar, weil die schöne Strände hat. Schön türkises Wasser, also das sieht wirklich wundervoll aus. Ich finde das wunderschön, hier würde ich am liebsten Urlaub machen. Und ich hätte auch noch Isla Muerta nehmen können, aber da gibt es folgendes Problem. Denn wenn ich dort das Ganze mit dem Trick mache, ja, hat das Wasser leider hier immer dieses Wellenmuster so ganz komisch. Und das sieht halt einfach nicht schön aus. Auch wenn diese Insel an sich auch echt schön ist vom Wasser her. Aber auf der Zuflucht funktioniert das alles einwandfrei. Deshalb habe ich mich gegen Isla Muerta entschieden, auch wenn Isla Muerta eine bessere Umgebung dafür hat. Also ihr seht ja, hier sind nicht so viele Berge. Da hätten wir nur auf der einen Seite diese Berge. Aber ja, mit diesem Wasserbug ist es dann halt ein bisschen blöd. Und deshalb machen wir das Ganze jetzt auf der Zuflucht. Und schon haben wir eine ganz neue Karte geschaffen. Nämlich eine, die komplett aus Wasser besteht. Die ganzen Ränder habe ich jetzt hier vernünftig gestaltet, dass es nicht mehr so doof aussieht. Und das ist hier jetzt alles Baufläche. Also ich glaube, wir können bis hier vorne irgendwo gehen. Das können wir mal einmal testen. Wir müssen nämlich gleich eh was anheben. Genau, bis hier können wir gehen. Also wir haben wirklich viel Platz. Und das sieht gerade auch ein bisschen kleiner aus, als es ist, glaube ich. Werden wir jetzt aber testen, weil ich werde mir einfach zur Orientierung hier einmal ein bisschen Land anheben. So, auf diese Höhe. Und da kommt dann gleich ein Gebäude hin. Und dann sieht man schon ganz gut, ne? Von den Größenverhältnissen her habe ich das irgendwie ganz anders eingeschätzt, als es eigentlich ist. Weil dieses Gebäude ist ja schon nicht gerade klein, aber es wirkt gerade winzig. Also wir haben hier wirklich mehr als genug Platz zum Bauen. Wir ziehen jetzt auch direkt den Grundriss von der ersten Insel. Denn ich werde mehrere kleine Inseln nebeneinander bauen, die dann eine Inselgruppe sozusagen ergeben. Und das ist dann Lost Island. Dafür hebe ich das wieder an und dann machen wir das mit dem Wassertool erstmal.
grob die Grundform. Wir müssen gucken, dass wir hier nicht zu nah rangehen. Dann kann man da nicht mehr vernünftig gestalten. Aber wir müssen jetzt hier auch den Platz gut und weise nutzen. Sowas in der Art habe ich auch noch nie gemacht. Aber so Inseln bauen finde ich schon sehr cool. Vor allem unter dem Aspekt, dass man da gar nichts an Gebäuden und so hin platziert. Das wird sicherlich sehr interessant. Also, dass man hier nur Naturgestaltung macht und dann ganz viel Wert darauf legt und sich viel Mühe damit gibt. Ich mache jetzt hier auch erstmal nur die grobe Grundform. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Ja, das müssen wir danach auch alles überglätten und sowas. Aber so, die erste Insel, sieht das schon gar nicht so verkehrt aus. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr Platz machen. Ist, glaube ich, ganz cool. Das müssen wir jetzt gleich sowieso noch mal einmal umranden auf einer anderen Höhe. Weil ich möchte nicht, dass der Strand direkt so steil abgeht. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass der Strand direkt hier mit so einer Klippe nach unten geht. Der soll schön glatt so übergehen. Das müssen wir jetzt versuchen hinzubekommen. So wie es in echt halt auch ist, ne? Wenn man da ins Meer geht, ist es ja meistens nicht so, dass es direkt minus 50 Meter sind oder so. Oder 50 Meter runter geht. Und das möchte ich natürlich auch haben. Dass es dann erstmal so ein bisschen flacher ist und leichter. Und dann erst runter geht. Deswegen mache ich hier einmal drumherum das Ganze. Ruhig ein bisschen breiter machen hier da den Bereich. Weil wenn wir das gleich überglätten, dann sinkt diese Seite auch noch ab. Muss man immer mit einberechnen. Und jetzt wird als nächstes ordentlich übergeglättet. Wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen dauern. Aber jetzt seht ihr schon, ne? Jetzt wird der Übergang auf jeden Fall wesentlich schöner. Macht es noch ein bisschen kleiner. Nicht zu sehr übertreiben. Aber es sieht jetzt viel, viel besser aus, als wenn das dann so steil darunter geht. Ich meine, dass es dann ab so einem gewissen Punkt sehr steil wird, wie hier, finde ich nicht schlimm. Das ist ja in echt auch meistens so, dass es dann irgendwann schneller runtergeht und schneller tiefer wird das Wasser. Oh, das ging sogar jetzt schneller, als ich gedacht hätte. Und sieht doch schon mal sehr gut aus. Ist schon mal eine sehr gute Grundform. Das darf natürlich jetzt nicht überall so glatt bleiben und auch so sandig. Sondern in der Mitte der Insel muss es dann auch ein bisschen bergiger sein. Und auch ein bisschen grüner werden. Sonst sieht das, glaube ich, recht langweilig aus. Aber es ist jetzt doch kleiner geworden, als ich erwartet habe. Also da geht schon viel Platz verloren. Wird wahrscheinlich auch eher wieder so ein kurzes Bauprojekt. Aber das macht ja sogar momentan mega viel Sinn. Dadurch, dass wir so coole Mods bekommen haben. Viele kurze Bauprojekte zu machen, weil dann kann man mal in alle Biome reinschnuppern. Zum Beispiel beim nächsten Mal einen Wüstenpark oder so bauen. Oder nochmal einen Schneepark. Oder so einen Tigerpark, wie es dann auch in Jurassic World Evolution 2 geben wird. Weil wir haben mittlerweile so viele coole Bäume. Und andere Deko-Objekte. Da kann man echt nice Sachen mitgestalten. Wir müssen hier gleich richtig viel wieder überglätten, dass es gut aussieht. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wenn wir das dann hier gleich noch so ein bisschen begrünen, alles oben. Die Bepflanzung sieht auch schon sehr gut aus. So, der Grundriss ist schon mal gesetzt, würde ich meinen. Was tatsächlich später sehr ausschlaggebend sein wird und was ich jetzt auch als erstes platzieren möchte, sind die Futterspender, weil die brauchen die Tiere. Und da habe ich auch unsichtbare installiert eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die funktionieren oder wie weit die funktionieren. Ob der jetzt hier komplett unsichtbar ist, ist die Frage. Oder ob da ein Busch rauskommt. Nee, es kommt ein Busch raus, okay. Aber der ist ja schon mal super gut getarnt. Das kann man nicht anders sagen. Kann ich das auch wieder rüberpinseln? Oh, so ein bisschen. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Haben wir da schon mal einen Futterspender. Und dann mache ich hier vorne auch nochmal einen hin. Dann können wir hier oben hin machen. Die brauchen auch noch Wasserquellen, weil aus diesem Wasser hier können sie natürlich nicht trinken. Das ist ja eigentlich kein richtiges Wasser und wäre in echt ja auch Salzwasser, macht ja nicht viel Sinn.
Das heißt, wir müssen auch noch irgendwo Wasser einzeichnen. Aber es reicht ja schon, wenn wir dann so mal so kleine Tümpel machen. So wie hier. Und dann das Außen ruhig ein bisschen höher lassen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Hier kommt dann so eine kleine Oase hin. Das ist gut. Haben wir zwei Futterspender schon mal. Ich würde gerne auch noch einen Fleischfresser-Futterspender. Wir könnten hier eigentlich Fische reinmachen. Dann haben wir hier schwimmende Fische. Und dann können wir hier gleich einen Fleischfresser einfach reinplatzieren, der sich ganz gerne von Fischen ernährt. Ich mache jetzt hier ruhig ein paar mehr rein, damit wir hier mehr schwimmende Fische haben. Sowas ist immer cool. Und dann haben wir schon mal für die Ernährung der Tiere gesorgt. Und bevor ich jetzt weitergestalte, kommen als nächstes die Zäune. Also ich muss hier wieder viel vorbereiten und vorarbeiten. Weil wenn ich das später mache, dann ist es irgendwie alles ein bisschen störend, denke ich. Weil dadurch die Zäune dann viele Bäume und so verloren gehen, die ich einzeichne. So, dann machen wir das mal. Wir können halt jetzt wirklich so Territorien einzeichnen für bestimmte Dinosaurier. Das ist ziemlich cool. Ich werde da mal hier eins machen. So, Territorium 1. Und jetzt zeichne ich das letzte noch ein. Das ist dann dieser wunderschöne Bereich. Sehr gut. 4 Territorien auf der ersten Insel. Das ist doch gar nicht schlecht. Und als nächstes werden diese Zäune jetzt durch unsichtbare ersetzt. Das sind sogar unsichtbare Zäune, über die man komplett ohne Probleme rüberbauen kann. Das heißt, die werden uns gleich beim Bauen gar nicht behindern. Die kann man aber auch leider nicht mehr einsehen. Das ist der große Nachteil. Also das heißt, so sind die dann auch nicht mehr sichtbar in dieser Ansicht. Aber ich sehe ja an den Wasserquellen, wo welches Territorium ist. Deswegen passt das. Aber jetzt kann man wirklich die Dinos, ja, in Anführungszeichen frei rumlaufen lassen. Ohne dass sie sich gegenseitig auffressen oder verscheuchen die ganze Zeit. Das funktioniert alles wunderbar. Einmal komplett außenrum. Und jetzt können wir endlich mit der großen Gestaltung beginnen.
Und in den ersten Bereich kommen 5 Struthiomimos. Ich habe ehrlich gesagt gerade schon wieder vergessen, wo die Bereiche genau sind. Aber das wird schon alles funktionieren einigermaßen. Also wir werden jetzt schon in der ersten Folge richtig viele Dinos freilassen, weil wir haben ja 4 Bereiche und jetzt haben wir schon 5 Dinosauriern im ersten Bereich. Die gehen hier direkt nach oben zur Oase und trinken da was. Das ist doch wundervoll. Oh, hier essen die auch noch was. Oh, das kann ich auch noch mal ein bisschen mehr einbauen. Sehe ich gerade. Können wir noch mal ganz schnell so ein bisschen... Ich hoffe, ich finde es jetzt auf die Schnelle. Es gibt hier wirklich so viele Bausachen. Da kann man ganz leicht dann auch mal Teil übersehen. Aber ich wollte hier einfach hohes Gras hinmachen. Dass es ein bisschen getarnt ist. Perfekt. So, 5 Struthios. So sehen sie aus. Wunderschöne Skins. Und ihr könnt schöne Namen reinschreiben natürlich für die, ne? Oh, das ist echt jetzt schon wundervoll. Aber es geht direkt weiter mit den nächsten Dinos. Und in diesem Bereich landen 3 Polacanthus. Die sehen so aus. Auch wunderschön. Habe ich ja auch erst sehr, sehr selten in meinen Parks gemacht. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Ich hoffe echt, dass ich die hier richtig platziert habe mit den Grenzen. Das ist echt schwer einzuschätzen, wenn die komplett unsichtbar sind, die Dinger. Aber ich glaube schon. Ja, hier ist die Grenze. Haben wir links die Struthios. Da rechts die Polacanthus. Und die fressen hier auch schon. Sehr schön. Und gehen auch was trinken. So muss das sein. Und jetzt kommt unser nächster Kandidat. Nämlich der Fleischfresser für die heutige Folge. Schon der 9. Dinosaurier. Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, so viele Dinos in einer Folge. Das ist ein Sucho. Der hat hier sein Königreich hier oben. Sein alleiniges. Mit einem wunderschönen roten Skin. Schreit er uns ins Ohr. Ich hoffe, das funktioniert hier alles mit Trinken und Angeln, aber das sieht gut aus. Also Fische fangen sollte klappen. Sind auf jeden Fall schon am Zappeln. Ja, perfekt. Das ist doch echt ein Traum. Sieht richtig cool aus. Und in den letzten Bereich kommen 4 Koritosaurinnen. Auch mit einem wunderschönen Skin. Habe ich auch ewig nicht gemacht in meinen Parks. Ja, und all diese Dinosaurier, die ich freigelassen habe, die brauchen wunderschöne Namen von euch. Also schreibt ordentlich Namen in die Kommentare und dann könnt ihr euch mit etwas Glück hier verewigen. Das wäre super. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön. Ist halt mal was ganz anderes. Und mit diesen ganzen neuen Mods, da können wir noch so viele coole Parks bauen. Also wir werden auf jeden Fall genug Sachen bauen können, bis dann Jurassic World Evolution 2 rauskommt. Da bin ich mir sehr sicher. Weil die Modding-Szene von Jurassic World Evolution 1 einfach mega cool ist. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Sieht echt aus wie eine coole Insel. Und ich verabschiede mich jetzt von euch. Falls euch das neue Projekt Lost Island gefallen hat, die erste Folge zumindest davon, dann lasst ein Like da. Falls ihr mehr von dem Projekt sehen wollt, dann dürft ihr auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr davon nichts. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und das hier haben wir heute gebaut.